wünsche Sie ein Einreiseverbot in die USA. Es kommt zwar öfters vor, als man es so hört, in Ihrem Fall ist es bekannt geworden, aber es ist doch nicht jeder. Sie waren in Rio, wollten von dort aus in die USA fliegen. Und dann hat man es in Rio hat man Ihnen mitgeteilt, Sie dürfen nicht. Ja, in Salvador. Ja. Ach so. Und warum? Ja, das erfahren Sie nicht. Das Einzige, ja, was ich gehört habe von der amerikanischen Botschaft, ist, dass die USA die Menschenrechte achtet, die Privatsphäre und natürlich die Sicherheit des Landes und des Reiseverkehrs garantiert. Ja. Und auch die Privatsphäre aller Menschen. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich bin nicht hereingelassen worden, weil ich ein Sicherheitsrisiko bin. Ja. Aber man kann es mir nicht sagen, um mich selber vor meiner eigenen Privatsphäre zu schützen. Es ist ein bisschen kompliziert. Ja. Aber es ist doch in Ihrem Fall naheliegend, weil Sie sich seit vielen Jahren mit dem Thema Bürgerrechte, Datenschutz beschäftigen und ja dann im Sommer einen offenen Brief mit Erstunterzeichner waren, einen kritischen Brief an die Bundesregierung, wo Sie der Bundesregierung vorhalten, dass sie sich einen Dreck kümmert um die Bürgerrechte und Sie aufgefordert haben, sie sollte es ändern. Und kann es sein, dass dass das dazu geführt hat, dass Sie jetzt auf einer Liste stehen? Na, unmöglich. Also da ist... Wo denken Sie hin? Sie sind, wie wir vorhin gehört haben, offensichtlich ein Verschwörungstheoretiker, weil Sie eins und zwei zusammenzählen. Und wenn da nicht vier oder fünf rauskommt, ist man ein Verschwörungstheoretiker. Ja. Wir müssen jetzt für die weniger begabten Zuschauer sagen, das war für Ironie. Für die mathematisch weniger begabten. Ach so. Das versteht nicht jeder. Ironie, versteht nicht jeder. Was ich mich allerdings auch gefragt habe, warum Sie wollten zu einem Germanistenkongress, warum Sie überhaupt in solche Länder reisen. Ich meine, wie USA, Sie würden ja auch nicht nach Nordkorea gehen. Also, warum überhaupt dahin? Und das ist doch... Also ich will da gar nicht hin. Ich würde sogar nach Nordkorea fahren. Aber ja, auf der Buchmesse neulich hat mich mein iranischer Verleger besucht und hat dann gesagt, es wäre schön, wenn Sie kommen könnten. Und ich sagte, ja, werde ich denn ein Visum bekommen? Dann hat er mich angegrinst und hat gesagt, ja, jetzt kriegen Sie eins. Aha. Aha. Und machen Sie es? Fahren Sie hin? Ja, vielleicht. Sie haben die Bundesregierung sehr scharf kritisiert in dieser Verharmlosungsstrategie bei der ganzen NSA-Geschichte. Irritiert Sie das ein wenig, dass ausgerechnet eine Kanzlerin, die ja in einem repressiven System aufgewachsen ist, also den Überwachungsstaat kennt, gerade da so gar nichts sagt, wohingegen eine brasilianische Dilma Rousseff sich vor die UNO-Vollversammlung stellt und die Amerikaner kritisiert und einen Staatsbesuch absagt und unsere Kanzlerin sagt nichts, sagt, sie wartet lieber ab, eiert rum. Und sie kennt, die weiß doch, wie das ist in so Überwachung. Irritiert Sie das? Vielleicht nicht, vielleicht hat sie den Überwachungsstaat gar nicht mitbekommen, wie nicht wenige Leute in der DDR. Es ist natürlich so, dass wenn man die Augen verschließt, man die Augen vor allem verschließen kann. Aber es ist ja nicht nur die Kanzlerin, es ist auch der Präsident, Herr Gauck, der erst recht da sensibilisiert sein müsste, der sich auch sehr zurückhaltend geäußert hat. Ja. Und wir werfen ja gar nicht vor, dass sie in irgendeiner Weise das verharmlost. Wir werfen der Regierung vor, dass sie überhaupt nichts unternommen hat. Und unserer Ansicht nach ist die Regierung verpflichtet, per Verfassung die Grundrechte und Bürgerrechte ihrer Bürger zu schützen. Egal, welcher andere Staat das angreift. Ja. Und warum machen die das dann nicht? Ich meine, der Rösler hat damals nur gesagt, das Freihandelsabkommen mit den USA darf nicht gefährdet werden. Das war alles, was ihm eingefallen ist. Waren sollen strömen, Menschen nicht. Warum machen die das nicht, Ihrer Meinung nach? Na, Waren sind ja auch wichtiger als Menschen. Das, Sie haben ja vorher über Spenden geredet. Das war jetzt wieder Ironie. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Also Sie hätten mich warnen sollen in der Vorbesprechung, das ist Ironie jetzt. Gab ja keine Vorbesprechung, ach so, konnte ich ja nicht warnen. Entschuldigung. Nein, aber der Grund ist natürlich schon so, dass wir es hier mit einem Prozess zu tun haben, der sich verselbstständigt. Ja. Diese Sicherheitsbehörden arbeiten ja per se in einem paranoiden Raum. Sie schützen sich, sie schotten sich ab und sie vergleichen ja das, was sie tun, nicht immer mit der Realität, sondern es ist sozusagen, es brodelt da in dieser völlig abgeschotteten Welt, in der sie operieren. Und es ist Aufgabe der Gesellschaft, ihnen ganz, ganz enge und klare Grenzen zu setzen. Zumal sie ja inzwischen einen technischen Fortschritt haben, der atemberaubend ist. Mhm. Sie können heute mit drei Mausklicken alles über einen, wenn sie an der entsprechenden Stelle sitzen, alles über einen anderen Bürger erfahren. Absolut alles. Das heißt, sie können ihn völlig nackt machen. Warum gibt es keinen Aufstand? Warum sind die Leute so gleichgültig? Ich meine, haben ein Drittel aller Länder bereist. Ist das überall so oder sind nur wir Deutschen da so uninteressiert? Nein, im Gegenteil. Innerhalb Deutschlands gibt es sogar mehr
nicht viel, ja, aber mehr Widerspruch als in vielen anderen europäischen Ländern. Ja. Ich glaube, dass die Leute nicht erkennen, was das für ein massiver Angriff ist. Und der Grund ist, dass es noch keine Opfer gibt. Mhm. Das ist das Fatale an der Sache. Wir sind alle Opfer, aber wir sehen nicht einzelne Opfer. Mhm. Und aufgrund dieser generellen Gefährdung und nicht konkreten individuellen Gefährdung scheinen die Leute zu denken, es passiert mir nichts. Das ist so wie mit der radioaktiven Verseuchung. Man kriegt nicht sofort mit, dass man extrem angegriffen worden ist. Wie waren Ihre Gefühle, weil Sie waren ja in gewisser Weise jetzt ein Opfer, wie waren Ihre Gefühle in dem Moment, wenn man sagt, nein, Sie werden behandelt wie ein gefährlicher Terrorhelfer, Sie dürfen nicht einreisen. Haben Sie das vielleicht zum ersten Mal so etwas wie Angst empfunden? Oder? Nein, Angst überhaupt nicht. Also erstens, dass man quasi aufgrund dessen, was man schreibt und was man politisch macht, als gefährlich eingestuft wird. Das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment, ja. Das macht einen erstmal stolz. Meinen Sie, dass ich nach der Sendung noch in die... meinen Sie, dass ich nach der Sendung noch in die USA reinkäme? Also ich glaube, dass die Amerikaner, so wie sie reden, das nicht verstehen. Ah. Ja, aber vielleicht haben die einen Übersetzer. Um Ihre Frage zu beantworten, ein anderer Aspekt ist hochinteressant, dass Sie überhaupt nicht mehr direkt mit den Behörden was zu tun haben, sondern mit irgendwelchen vorgeschalteten Firmen. Das ist in vielen Bereichen so. Diese repressiven Maßnahmen werden ausgelagert, Privatfirmen kümmern sich darum, irgendeine brasilianische Firma teilt ihnen mit, so, sie dürfen nicht fliegen. Das heißt, was Sie heute erfahren, ist eine Art repressive Dienstleistung. Aha. Und Sie haben überhaupt... doch dann auch eine Firma geben, die jetzt die Sendung anguckt und dann dem NSA mitteilt, der hat diesen Trojanow eingeladen und dann hat er noch geschimpft. Was heißt denn eigentlich auf Englisch, ihr Arschgeichen? NSA. Übrigens, NSA, fand ich interessant, Bofalla, ne? Haben Sie wahrscheinlich auch leider schon öfters gehört, hat ja gesagt, es wurden keine Gesetze in Deutschland verletzt, ja? Keine Grundrechte in Deutschland, war immer betont, in Deutschland, so. Ja. Und dann, was lese ich neulich, NSA hat 3 Außenstellen in Deutschland und eine davon in Griesheim bei Darmstadt. Und was lese ich dann? Das Ordnungsamt Griesheim teilt mit, dieser Komplex ist, der Degger-Komplex ist amerikanisches Hoheitsgebiet. So, ich habe ein Luftbild. So, das ist in Griesheim bei Darmstadt, amerikanisches Hoheitsgebiet. Das heißt, ist das jetzt Deutschland oder nicht? Nein, aber Sie können ja sehen, wie die E-Mails im Luftraum sofort abbiegen, wenn Sie in die Nähe kommen. Ja. Sie haben jetzt lauter deutsche E-Mails, die links und rechts daran vorbeifliegen, weil Sie sagen, auf gar keinen Fall will ich deutsches Recht verletzen. Wenn die von dort was anzapfen, dann ist es amerikanisches Hoheitsgebiet und dann sind doch tatsächlich in Deutschland keine Gesetze verletzt worden. Ja, wissen Sie, dass das Problem ist, das hat ja Ihr Gast Frau Bär gesagt, dass die ältere Generation der Politiker, was diese Technik angeht, völlig ignorant sind. Die sind Analphabeten, die sind digitale Analphabeten. Ja. Und deswegen verstehen sie, glaube ich, teilweise auch überhaupt nicht, was da alles passiert. Mhm. Also die Vorstellung, dass es einen nationalen Raum gibt im Bereich Internet, ist per se absurd. Und was wir jetzt eigentlich brauchen, sind digitale Menschenrechte, die generell, international, universell, global gelten. Ja. Und da sind wir meilenweit davon entfernt. Ja. Aber wir haben ja eine große Koalition, Herr Stichner. Ja, da bin ich mir sicher, da werden wir nichts von hören. Kann man sich wehren? Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt gar kein Internet und da kein Handy und nichts, dann mache ich mir erst recht verdächtig. Es gibt ja in den USA schon Personalchefs, die stellen keinen mehr ein, wenn sie kein virtuelles Ich finden. Also muss man es haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel probiert, dass ich habe 2 Handys und die gebe ich aber einem Nachbarn und einem Verwandten. Und die sind immer am Gardasee oder in Karlsruhe. Also von mir gibt es ganz falsche Bewegungsprofile. Und ich gehe auch nur auf Webseiten, die mich nicht interessieren. Hilft das? Sie werfen regelmäßig Ihren Computer auf den Müll, damit NSA glaubt, dass er jetzt irgendwo anders ist. Nein, ich mache genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich... Nein, aber Sie haben recht, wenn Sie überhaupt keine digitalen Spuren hinterlassen, dann werden Sie verdächtig. Bin Laden war ein Beispiel. Einer der Gründe, dass man auf Bin Laden gekommen ist, dass er digital überhaupt nicht existent war. Und das hat ihn verdächtig gemacht. Sie können sich natürlich nicht schützen. Das ist ein völliger Irrglaube zu glauben, wenn Sie entsprechende Software sich runterladen. Es gibt ein Hintertürchen zur Software, die trotzdem Überwachung ermöglicht. Und es ist auch ein Irrglaube zu glauben, dass Sie in irgendeiner Weise Geheimnisse innerhalb einer Generalüberwachung persönlich behalten können. Das heißt, man muss dafür kämpfen, dass generell die Gesellschaft nicht überwacht wird und nicht, dass man individuell sich versteckt. Also der politische Weg, politisch.
Nein, natürlich der politische Weg. Das ist ja ein Paradigmenwechsel. Ja. Das ist ja, was an der Diskussion so unglaublich schief geht. Es geht nicht hier um Kleinigkeiten. Es geht nicht hier um irgendwelche atmosphärischen Störungen im Schallraum der Menschenrechte, sondern es geht um einen Paradigmenwechsel. Wir sind heute in der Lage, den Menschen völlig zu durchleuchten. Und wir müssen als Gesellschaft darauf massiv reagieren, bevor es zu spät ist. Ja, da erwarte ich jetzt wenig von der Kanzlerin, ne? Oder vom Bofalla. Nee, was ich gerade gesagt habe, ist, wir müssen etwas von dieser Bevölkerung erwarten. Ja. Wenn wir erwarten, dass Kanzlerin oder Bofalla das Problem lösen. Ja, aber wie sollen wir uns wehren? Also sollen wir da nach Griesheim marschieren? Das hat einer gemacht, hat zu Spaziergängen über Facebook aufgerufen, und Spione wurde fotografieren. Sofort auffällig. Sofort stand der Staatsschutz vor der Tür bei ihm und die Polizei hat nachgefragt. Also müssen wir, wie wehren wir uns? Ja, wissen Sie, wenn wir alle auffällig werden, dann kommt der Sicherheitsdienst nicht mehr hinterher. Das stimmt. Alle auffällig werden. Zum Schluss noch möchte ich Ihnen unter Ihren vielen Büchern mein Lieblingsbuch von Ihnen, Der überflüssige Mensch, möchte ich den Zuschauern jetzt wirklich empfehlen. Es geht darum, dass wir nur noch Konsumenten sind, ne? Und wer nicht konsumiert, ist überflüssig. Hat mir gut gefallen. Ja. Sie sind jetzt ein intelligenter Leser. Ja, danke schön, Herr Trojanow. Schön, dass Sie da waren. Danke. Herr Trojanow. Danke.